Hallo liebe Minecraft-Freunde von Nord und Fern und willkommen in Folge 293 beim Bivos Techpack. Ja, Techpack. Und Backprojekt heißt es heute, einen Tag später, ne? Haben wir heute sozusagen Samstag, gab's wieder zwei Folgen. Gut, Freunde, diese Folge, mal gucken, wie lange wir sie durchhalten, da ich direkt im Anschluss aufnehme. Das heißt sozusagen, wir machen doch eine Aufnahme. Season hat mich kurz ausgeruht, kurz durchgeschnauft, mir was Neues zu trinken geholt und jetzt können wir weitermachen mit dem, was wir vorhaben, nämlich Lodestone suchen. Ich glaube sogar, dass wir nur noch ein oder zweimal was brauchen. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was zusammen, nur dass wir uns an den Reaktor verkrümeln können. So, gut, dann würde ich sagen, wir sind auf Kurs. Und zwar, jetzt geht es immer in diese Richtung und das müsste rein theoretisch jetzt Neuland sein. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, müsste das Neuland sein. Das heißt also, hier waren wir noch nicht. Und wenn wir hier noch nicht waren, ist das sehr gut, weil dann können wir uns jetzt hier das ganze Lodestone mal mitnehmen. Also, neue Spitzhacke haben wir und es geht los. Zack, da schleicht sich einer ins Zimmer. Ich glaube, das ist meine Freundin. Ich will schon wieder pennen gehen hier. Dann müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Ich sauf mir hier richtig einen an. Die will schlafen gehen. Natürlich lasse ich sie nicht schlafen, weil ich ja besoffen war, ne, den einen Tag. Ja, dann geht sie arbeiten. Unser eins hier zockt hier den ganzen Tag Minecraft und macht Biertests und so eine Sache. Und das sind halt hier die Frechheit, sich hier hinzulegen und geht hier zu pennen. Wenn das jetzt gleich röcheln hört, dann wisst ihr Bescheid. Willst du mal Hallo sagen? Schlaf. Ja, guck mal, hört er? Dann ist er schon am Schlafen da. So. Naja, wir nehmen jetzt hier noch auf. Trotzdem, jetzt sind wir gerade mittendrin hier. Und lassen wir uns gar nicht ablenken. So, genau. Also, neue Spitzhacke haben wir gesagt. Jetzt gibt es noch eine Frage, die zu beantworten gilt. Und zwar, warum kann ich nicht Glück auf die Spitzhacke machen und dann das Lodestone farmen? Das kann ich euch sagen, Leute, das funktioniert nicht, weil die Mod dafür nicht ausgelegt ist. Ansonsten hätte ich das schon längst gemacht. Glaubt mir. Und auch mit den Tinkers-Werkzeugen kommen wir hier nicht weiter. Also der Drachen, der hat das auch schon probiert bei sich, das geht nicht. Weil der hat, glaube ich, auch diese Mod hier installiert mit diesen Reaktor-Craft und Rotari-Craft. Und mit dem Hammer zum Beispiel von Tinkers, das würde klar, das würde schneller gehen, nur wir kriegen nicht dadurch automatisch mehr Glück, also dass wir dadurch mehr bekommen. Ja, das funktioniert nicht. Das heißt, ich kann die nur mit dir abbauen. Das ist das Problem. Ja, deswegen müssen wir einfach noch ein bisschen halt jetzt farmen gehen hier. So. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Was wollte ich denn jetzt? Achso, jetzt ist hier ein Zombie rum. Okay, dann hau ich mal ab. Schon wieder so ein schwarzes Schaf. Hier gibt es voll viele bunte Schafe, Leute. Hier unten sehe ich ein paar Namen. Wer ist denn das? Das ist C3PO, aber der greift mich an. Das ist ein grüner. Das muss eine Höhle sein oder so. Gut. Was ist das hier? Das ist ein Vulkan. Da will ich nicht hin. Da hinten will ich hin. So. Genau. Dann nehmen wir uns das jetzt hier erstmal mit noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum Reaktor und gucken mal, was wir jetzt aus dem bisschen, was wir da jetzt haben, mitnehmen können. An insgesamt hier die. Sag schon, was wollten wir jetzt machen? Plates, genau. Wir wollten Plates herstellen. Lodestone Plates. Ich denke mal, eine Doppelkiste sollte erstmal reichen, um so die. Wie sagt man die? Wie heißen die Dinger denn? Nicht Plates? Irgendwas mit Plutonium? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Leute, wie die Dinger da heißen. Plasma! Plasma-Tanks. So. Um die Plasma-Tanks herzustellen. So, jetzt haben wir es. Mein Gott, nee, Wortfindungsstörungen. Also, da haben wir schon wieder ein halbes Stecken. Sehr schön. So, die nehmen wir auch noch mit. Ja, da baue ich mir jetzt mal diese Ecken hier. Und los geht's. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind auch noch welche. So, perfekt. Dann nehmen wir die mit. Was ist das da? Okay. Gut, da war auch noch... Oh, scheiße! Gerade, ich dachte, fahre ich hier noch runter. So, das war aber auch wieder knapp gewesen. Okay. Haben wir alles. Schön. Hier so ein paar Beeren, die könnte ich auch mal wieder mitnehmen. So, kann man essen. Lecker Bärchen. Da oben ist noch was. Das können wir auch mitnehmen. Oh, hier lohnt sich wieder richtig. Prima. So. Zack. Jetzt müssen wir mal da rüben gucken.
Da sehe ich nichts. Oh, oh, warte mal, ich muss jetzt schauen, wo ich jetzt das, die Koordinate, da wird es weniger. Das heißt, ich muss in eine andere Richtung. Da lang muss ich. Also wir müssen uns immer Richtung Osten. Können wir uns merken, da oben ist der Kompass. Zeigt nach rechts, also immer Richtung Osten. Und dann sind wir da, wo Neuland ist. Bin gespannt, was wir entdecken. Abenteuer im dunklen Wald. Wollen wir mal abtauchen hier. Ja, genau, so machen wir das, Freunde. Ich glaube, da kommen wir gar... Oh, jetzt bin ich hier... Oh, jetzt bin ich über den Pilz gelaufen. Toll, jetzt bin ich vergiftet. Oh, das Bild flackert. Ach, Gott, ne. So, so sah ich am Wochenende auch die Welt. Nee, nee, Spaß beiseite. Nee, Freunde, also wir werden es auf jeden Fall so machen. Die Doppelkiste machen wir jetzt noch voll. Und dann machen wir, wie gesagt, diese komischen Plasma-Tanks dann erstmal fertig bauen. Zumindest von diesem Material, was wir brauchen. Und sollten wir dann tatsächlich noch mehr Lodestone brauchen, also dass wir dann noch mehr brauchen insgesamt jetzt für die anderen Bauteile, die uns noch fehlen, dann machen wir natürlich eine kleine Pause und dann werden wir wieder was anderes machen, ja, dass es nicht zu langweilig wird. Ich glaube, darunter ist eine Schatzkiste. Können wir mitnehmen? Scheiße, ich habe kaum Munition. Das Skelett kriege ich mit Pfeil und Bogen und das war's, ich habe nur einen Schuss. Komm. Action. Oh, die macht gut Schaden. Ich habe jetzt noch nicht meine Schippe bei. Scheiße. Na, ich versuche mal, ob ich das Skelett so kriege. Ja. So, jetzt muss ich mich beeilen. Hier unterm Baum ist die Schatztruhe. Da ist sie. Und wieso komme ich da nicht ran? Weil da der Spawner drauf ist. Ach du Scheiße. So. Ah! Fuck! Weg, 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 weg! Boah, die sind, das sind die Höhlenspinnen. Die sind richtig nervig. Ich hasse Spinnen. Weg. Ich muss den Spawner. Der ist kaputt, ne? Jetzt kann ich. So, Enderperlen gibt es. Neuen Teilungsriegel. Alles klar. Was ist das hier? Ein Nuke-Virus. Den brauchen wir nicht. DU-Patron nehme ich mit. Und Müllturm. Der Müllturm, den haben wir auch schon eine ganz. Da haben wir schon ganz viele von. Also ist jetzt nicht die fette Ausbeute. Was ist das hier? Iridium-Shard, also eine Scherbe aus Industrial Craft 2, brauchen wir auch nicht. Gut. Naja, Enderperlen und Teilungsriegel können wir auf jeden Fall gebrauchen, weil wie gesagt, mit diesen Teilungsriegeln, wenn wir das nächtliche Ritual wieder machen, da können wir einiges raushauen. Da ist noch einiges, was wir damit machen können. Also nur nützliche Werkzeuge vor allen Dingen. So, jetzt nehmen wir erstmal hier den Lodestone wieder mit. Doch, hat sich gelohnt, dass wir da rangegangen sind. War zwar auch wieder ein bisschen brenzlig, weil die können dann ja vergiften, die Spinnen. Die Höhlenspinnen. Aber haben wir ja ganz gut gelöst. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Ey, Watercraft, hast du geil gemacht. Ist doch hier Pro. So. Was haben wir da jetzt Schönes? Eine Höhle, okay. Ja. Eine Höhle. Waren wir auch schon lange nicht mehr drin, ne? Eine Höhle. Was ist das denn hier? Reaktorcraft. Was ist das? Das ist Kalzit. Hier ist irgendwas Lilanes. Magenta-Calcium-Fluorid. Ah ja. Ja, Mario, hier kannst du dich richtig austoben, ne? Du wirst ja wahrscheinlich zuschauen. Guck dir das mal an hier, was du hier alles rauspolken kannst, du. Tja. Da hast du richtig Programm. Hier liegt aus irgendeinem Grund, liegt hier jetzt, bemooster Bruchstein, warum denn das? Ist da ein Dungeon unter? Nee. Einfach so. Gut, aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Wir brauchen Lodestone. Okay, also erstmal wieder weg und Richtung Osten. Also da lang. Ich werde übrigens alle Schätze mitnehmen. Also wenn ich jetzt hier wieder so einen Baum finde oder meinetwegen auch ein Floß oder so. Also ich habe mir das neulich nochmal, wo wir die Aufnahme gemacht haben, nochmal gründlich überlegt, ob das so clever war, dass wir die Sachen da eigentlich liegen gelassen haben. Waren jetzt nicht die wertvollsten Sachen, nur ja, dadurch, dass wir uns hier die ganze Zeit teleportieren können und fliegen können und was weiß ich was alles, glaube ich, ist das kein Problem, wenn wir da die Schätze mitnehmen. Also dann packen wir halt alles in den Rucksack oder ins Inventory rein und dann haben wir die Sachen aber auch. Und nicht, dass wir die irgendwann mal suchen und dann müssen wir farmen gehen. Was ist das hier? Hier sind Grabsteine oder was ist das hier? Hä?
Ach, das ist so ein Ofending. Das Ofen drin. So ein komischer Biom hier. So ganz merkwürdig. So Bäume da. Ach, was haben wir denn da? Lodestone und Öl. Und Lava. Na, ist ja toll. Eine Gefahrenquelle jagt die nächste. So, das nehmen wir mit. Und damit müssten wir jetzt schon zwei Stecken voll haben, ne? Na, fast. Super. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Wir sind gerade mal 10 Minuten dabei und haben schon wieder ordentlich hier anderthalb Stecken jetzt. Finde ich gut. So. Ich muss aber gleich mal einen Schluck trinken, Leute, weil mein Hals schon wieder kratzt. Kannst du hier labern hier und dann kratzt der Hals. Ich gleich mal gucken, ob die Süße schon schnarcht. Also sie atmet noch. So, hier ist ein Haus, Leute. Schaut mal hier. Ach, was haben wir denn da drin? So, da gehen wir auf jeden Fall mal rein hier. Okay, Bahnschienengold. HSLA-Stahlteil brauchen wir nicht. Ein Hebel für Tier 1 Turmbasis brauchen wir erstmal nicht. Und Kürbiskerne brauchen wir auch nicht. Und die Schienen, ja, die könnte ich jetzt im normalen Let's Play gebrauchen. Aber hier im Bibus Techpack sind Schienen irgendwie so Massenware. Massenware. So, wir wollen eigentlich in die Richtung, ne? Gut, dann machen wir das auch. Schöne Bienenstöcke, Blumen. Was ist denn das? Ach, das ist ein Schwein. Okay. Oh, und hier Lodestone, Leute. Lodestone. Ja, schön. Die sind schon wieder Level 36. Jetzt dürfen wir nicht sterben mehr. Sonst wird es wieder ärgerlich. Da hinten sehe ich noch mehr. Nehmen wir natürlich mit. Wow, hier ist wieder eine richtige Ader. So, bauen wir mal alle schnell ab. Ja, ihr könnt ja mal ein bisschen in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock habt, so was euch so an Themen noch so interessiert. Also jetzt haben wir ja mal die Antenna mal angesprochen. Das ist ja Antenna der Superhelden, ne? Hatten wir in der letzten Folge gemacht. Und ja, da gibt es jetzt erstmal, wie gesagt, keine Neuigkeiten. Da seid ihr jetzt auf dem aktuellen Stand, was ich euch berichtet habe. Das heißt, wenn ihr für nächste Woche noch irgendwelche Themen haben wollt, dann könnt ihr so bis Mittwoch, sage ich mal, immer schön in die Kommentare reinschreiben, weil wie gesagt, Dienstag, Mittwoch ist es meistens so, dass ich dann Unlimited World aufnehme oder davor, wenn ich es ankündige, wie in diesem Falle, Vivos Techpack. Aber wie gesagt, nicht dran gewöhnen mit den zwei Folgen. Das ist jetzt wirklich nur, weil ich offiziell in den Sommerferien bin. So, ja, nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt das normale Let's Play pausiere. So, deswegen, ja, machen wir das. Und da könnt ihr gerne Themen reinschreiben, über die wir mal quatschen wollen. Kann Minecraft-spezifisch sein, kann aber auch was anderes sein. Ist mir wurscht. So, welche Richtung? Wo muss Osten? Da ist Osten. Mein Gott, wie viele Schafe hier sind, ey. Das ist ja Wahnsinn. Also hier können wir richtige... Und jetzt habe ich dummerweise keine Schere bei, ne? Sonst hätte ich jetzt sofort gesagt, komm, wir brauchen... Doch, habe ich die bei. Na, guck mal. Ja, dann nehmen wir das doch mit, wenn wir doch hier unten rumwursteln. So, was ist das? Ach, das ist wieder so ein Seelenteil. So, ich nehme die jetzt einfach mal mit, egal welche Farbe. Wir nehmen jetzt alles, was wir hier kriegen können. Nehmen wir mit. So. Wäre Quatsch, warum sollte ich die einfach da zurücklassen, ne? Guck mal, da ist auch noch eins. Zwei. Boah, gibt's hier Schafe, krass. Da ist auch noch eins, ein graues. Das Jepp-Schaf müssen wir uns noch züchten. Nametext haben wir ja. Und dann haben wir auch ein schönes Regenbogenschaf. Wollten wir schon die ganze Zeit machen übrigens. Haben wir immer wieder vergessen. Muss ich mal auf die auf den Dings darauf setzen. Hier auf unser Clipboard, ne? So, was haben wir hier, schöne Freunde? Eine Ruine, eine alte. Und jede Menge Lodestone. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal kurz nochmal die Ruine an. Wer hier wohl gelebt hat. Hier stinkt er drin. Hier vermodert er schon alles. Buh, schnell raus. So, Lodestone mitnehmen. Schafe mitnehmen. Hätte ich mich auch nicht mehr träumen lassen, dass wir irgendwann nochmal wirklich Wolle brauchen in den Mengen. Ich hätte jetzt getippt so, naja, irgendwelche technischen Bauteile, aber dass es einfach nur Wolle ist. Ey, wirklich einfach nur normale, stinknormale Minecraft-Wolle. Das hätte ich niemals mit gedacht, dass das auch irgendwann mal kommt. Schon gar nicht beim Reaktor. Also. Ja, vielleicht bei Botania hätte ich es mir vorstellen können, aber der Reaktor-Craft jetzt hier mit Wolle, das ist schon sehr merkwürdig. Vor allem, ich verstehe auch noch nicht mal, warum. Weil diese Tanks, also wenn man das aufs wirkliche Leben beziehen würde, und man würde so ein Teil bauen, Fusionsreaktor. Jetzt können wir mal gucken, wo steht denn so ein Ding? Naja, in Frankreich. In Frankreich, Jahre 2035, soll das ja der erste Fusionsreaktor ans Netz, ne, geschlossen werden, angeschlossen werden. Und das würde mich mal interessieren,
diese Plasma-Geschichte, wieso die Wolle braucht. Also es irgendwie ergibt es für mich keinen Sinn, ein Plasmatank mit Wolle zu bauen. Also die Teile dafür. Also, falls es einer weiß, kann er auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Also auf Wikipedia habe ich ja mal nachgeguckt und habe mir, deswegen weiß ich auch, dass es da 2035 in Frankreich ans Netz gehen soll. Aber da steht ja nichts von Wolle. Und auch der Bauplan, der lässt jetzt nicht irgendwie ersichtlich werden, dass da Wolle für verwendet wird. In irgendeinem Zusammenhang mit Plasma. Also da ist jetzt der Physiker gefragt. Die könnten das vielleicht noch wissen, aber... Wolle, stellt euch mal so vor, Wolle im wirklichen Leben. Da muss ich immer an Omi denken, die da irgendwie einen Pullover strickt oder so eine Scheiße. Ja, und irgendwie so Baumwolle halt, ne, die Felder und wie man das gewinnt und so, alles schön und gut. Aber das ist irgendwie so, das eine ist Natur, das andere ist voll krass Technik, ne? Deswegen, also so ein bisschen merkwürdig. Magnetstein hier, okay, ja, das kann ich mir noch erklären, ne? Brauchst du ja auch Magneten, wenn du mit Antimaterie arbeitest. Brauchst du ja auch zwei Magneten, ne, die dann gegengepolt werden, weil ansonsten würde die ja explodieren. Aber Wolle, sehr merkwürdig, was sie sich dabei gedacht haben. So, es wird dunkel. Wir sollten langsam mal schlafen gehen. Ansonsten wird das hier sehr ungemütlich, glaube ich. Ich lege mich mal hier direkt mal gleich mal hin. Schlafen wir mal wieder unter freiem Himmel. Na, siehst du, guten Morgen. Fehlt nur noch mein guten Morgen-Kaffee. Den müssen wir uns auch mal langsam wieder brühen. Apropos Kaffee, Leute. Ich habe ja mal wieder was gehört. Und zwar gerade für uns Biertrinker. Ja, wissen wir ja, ist immer interessant, wie sich die Leber zum Beispiel wieder reinigt. Weil die Leber, die reinigt sich ja immer. Ne? Das heißt, jetzt könnt ihr alle aufatmen. Oh geil, können wir noch mehr saufen hier. Und zwar Kaffee, Leute. Kaffee ist tatsächlich, haben wir rausgefunden. Ich habe auch heute meine Mutter mal gefragt. Die kennt sich da so ein bisschen aus. Und die meinte auch, ja, sie hat die Studie auch verfolgt. Und das ist wirklich Kaffee. Also wenn ihr Kaffee trinkt, freut sich die Leber tatsächlich. Weil Koffein, also Kaffee, entzündungshemmend wirkt. Das heißt, Leute, die eine Leberzirrhose hätten, die müssten normalerweise richtig viel Kaffee trinken, um sozusagen hier Schlimmeres noch zu verhindern, sage ich mal. Nur wenn es dann so weit gekommen ist, dann sollte man natürlich schon überlegen, ob dann das nächste Bier tatsächlich oder der nächste Schnaps so nah sein sollte. Ob man dann nicht vielleicht doch lieber ja, Pause macht oder am besten ganz aufhört, wenn es dann wirklich schon so weit ist. Aber gut zu wissen, das heißt, solltet ihr mal irgendwie Probleme da haben, so mit dem Organ, Kaffee trinken, Leute. Und ich habe euch ja schon gesagt, diese Studie, die ich verlinkt hatte, ich würde da nicht zu viel Wert drauf legen, Leute. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber das ist nur meine Meinung. Weil Kaffee unendlich trinken halte ich für einen Fehler persönlich. Ja? Und da habe ich euch noch gar nicht erzählt, das ist mir erst später eingefallen. Weil es gab ja auch gesundheitliche Schwierigkeiten mit Energydrinks. Und letztendlich ist ja da auch überhöhter Koffeingehalt drin. Dann noch Taurin ist da drin. Dann noch das ganze Zucker und Energie. Ne? Also alles ist im Prinzip was Süßes und irgendwie was aufputscht. Und das ist natürlich so für das Herz, ne? Wenn du dann angenommen, du hast einen Herzfehler schon, Herzrhythmusstörungen oder ähnliches, und da trinkst du das in großen Mengen, da sind schon Leute abgenippelt. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen, was diese Studie da sagt, unendlich viel Kaffee trinken, kannst du 6 Liter am Tag machen, passiert nichts, bezweifle ich, Leute. Halte ich wirklich für einen Fehler. Vor allen Dingen, ich verkrafte das gar nicht, weil spätestens nach 5 Tassen Kaffee kriege ich richtig krass Magenprobleme, obwohl ich da schon Milch und Zucker reinmache manchmal auch. Also hauptsächlich Milch, manchmal kommt auf die Sorte drauf an, jetzt ist momentan Luxus bei uns, können wir uns immer schön mit Liter leisten, aber sonst, wenn so billiger Kaffee ist, ne, dann ist die Röstung so, da mache ich auch manchmal sogar noch Zucker rein. Ne, aber, ja, ist das da Lodestone oder was ist das da hinten? Hä, was ist das schon wieder hier? So, Leute. Gut, haben wir ja schon wieder 20 Minuten hier ordentlich gefarmt, ne? Aber wir müssen unbedingt langsam was essen hier, ansonsten sieht's auch mau aus. So komisches Wetter da oben. Die Sonne hängt da so traurig rum. So, was haben wir denn hier, Schöne? Jetzt haben wir erstmal 3, 4 Stecken haben wir schon wieder. Lohnt sich, doch, lohnt sich. Und hier geht's gleich weiter. Schaut mal, da ist schon wieder das nächste. Klasse. So, jetzt müssen wir nun mal auch irgendwie mal langsam wieder abladen, weil wir haben schon wieder jede Menge Zeugs hier, was wir gar nicht brauchen. Muss gleich mal sortieren. Was ist das hier? Saphir! Neulich meinte ich übrigens Saphir. Ja? Da haben wir doch irgendeinen Erz gesucht. Ich meinte das hier. Saphir. Und mit Saphir können wir nämlich Spitzhacken bauen, die wesentlich schnell und stabil sind. Und recht billig. Billiger als Diamant, siehst du? Deswegen, nicht vergessen mitzunehmen, Leute. Saphir. Hier, Saphir. Haben wir jetzt einen, brauchen wir noch, dann können wir uns eine neue Spitzhacke bauen. Sehr billig, seht ihr? Überall brauchen wir gar nicht groß zu farmen hier, schaut mal.
Jetzt ist es wirklich. Manchmal habe ich wirklich voll. Manchmal habe ich meinen Verstand schon weggesoffen, ey. Oder die einfachsten Sachen schon tausendmal gemacht. Saphir war das, genau. Hier, Spinnaugen können hier bleiben. Was ist es? Himbeeren. Lecker. Ne? Die Feuerstein können wir hier lassen. Brauchen wir nicht. Bemoosten Bruchstein. Ja, mein Gott. Ja, gut, komm. Rapssamen von Rotary Craft lassen wir hier. Faden lassen wir hier. Wobei, lasse ich nicht hier. Aus Fäden können wir auch Wollblöcke machen. Nehme ich doch mit. Oh, bin ich schon wieder voll gemüllt. Scheiße. Und den Rest, den und weiße Wolle. Okay. Gut, da sehe ich jede Menge Schafe. Bedeutet Wolle mitnehmen. Da ist übrigens wieder so eine Seelensäule. Also, rein theoretisch können die jetzt auch die Seele noch mitnehmen, aber dann verstopfen wir uns immer mehr, ne? Lassen wir mal lieber. Bock hätte ich zwar, aber... So. Jetzt kommst du auch noch. Schäfchen! Ja! Habe ich seine Wolle? 26 Stück, prima. Oh, kriegen wir ein Stack noch voll hier. So, würde ich sagen, gehen wir in die Richtung. Gucken wir uns mal kurz nochmal um, ob hier irgendwie so gerade was zu sehen ist. Ja, Schafe sind zu sehen. Boah, schon wieder so viele Schafe hier. Krass, wie die sich vermehren. Und gucke mal, schon wieder Loudstone. Das ist ja das Paradies hier, Mensch, für uns. Hier hätten wir mal unseren Reaktor aufbauen sollen. Sind wir direkt an der Quelle. Zack. Ne, Mario? Ey, komm, wenn die schon so nah hier bei uns vor der Nase rumzappeln, dann können wir sie auch wirklich mitnehmen. Die Zeit sollten wir haben. Och, so ein schöner Bergsee hier. Da so ein Wasserfall. Da würde ich am liebsten gleich mal reinspringen. Können wir doch mal reinspringen? Och, schön erfrischen hier. Lalalala. So, da unten sehe ich Lodestone. Und noch mehr Schafe. Das gibt's ja wohl nicht. Die fallen hier wirklich vom Himmel, habe ich so einen Eindruck. Hier so ein graues. So, jetzt hole ich mir erstmal den Lodestone, weil ansonsten entfernen wir uns so doll. Ich glaube sogar Saphir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie. Ich glaube, das hält genauso lange wie Diamant. Ich bin jetzt nicht sicher. Da müsste man noch mal testen. Aber ich glaube, das könnte sogar möglich sein. Also beim nächsten Mal nehme ich auf jeden Fall wieder Saphir mit. War überhaupt voll die bescheuerte Idee, dass wir jetzt auf Diamanten umgestiegen sind, weil Diamanten, klar, wir können uns Diamanten herstellen, aber es ist trotzdem noch komplizierter, als einfach mal eben Saphir mal aus dem Fels rauszupolken. Deswegen ist das schon sinnvoll. Krass, ey, wir haben gleich ein Stecken voll Wolle schon wieder. Und es hört gar nicht auf, ey, da ist noch mehr. Hier ein schwarzes sogar wieder. So, haben wir jetzt irgendwo noch irgendwie Lodestone hier? Ansonsten würde ich sagen, also da drüben ist ein verlockendes Gebirge, ne? Ich glaube, das sollten wir mal mitnehmen, weil da hinten sehe ich doch schon wieder was hier. Schaut mal. Genau, das nehmen wir auch mit. Boah, wie viele Folgen haben wir schon Lodestone jetzt gefahren? Wie viele Blöcke müssen das gewesen sein? Ey, das müssen ja über tausende von Blöcken gewesen sein, die wir aus dem Fels rausgepopelt haben. Der absolute Wahnsinn hier. Und wie viele Stunden wir auch schon allein. Überlegt euch mal, jeden Samstag 60 Minuten. Jetzt neuerdings machen wir 120 Minuten pro Woche. Und nur am Lodestone Farm. Das ist krass, ey. Also der gesamte Reaktor, der ist so teuer. Also alleine schon an Arbeitszeit, ja, wie teuer der ist. Das geht ja über keine Kuhhaut hier, Mensch. So, stecke ich mich hier oben hin, ganz frech. Und der ist weiter. Ach, das hier sind immer nur vier drin. Das ist immer ärgerlich, ne? Da unten sind die nächsten. Ja, kriegen wir locker zusammen, die Doppelkiste. Also sollten wir die in dieser Folge jetzt nicht zusammenkriegen, dann werde ich den Rest hier, wie gesagt, offscreen machen. Das wird dann nur noch höchstens eine halbe Stunde oder so sein. Aber nehme ich da nicht auf. Wie gesagt, ich werde dann die Kiste voll machen, nicht, dass wir noch eine Aufnahmeseason anfangen extra dafür. Sodass wir dann wirklich ab der nächsten Folge, also ab der 294, ab der 294 werden wir dann am Reaktor weiterschrauben und dort diese Plasma-Tanks dann halt bauen, ne? Genau, so machen wir das. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Und so verhaspeln wir uns auch nicht. Haben wir ein gutes Konzept aufgebaut. Und ich glaube, Drachen wird damit auch einverstanden sein, weil er meinte dann auch so, ja, abwechselnd ist gut. Und ich denke, das ist auch wirklich eine gute Lösung.
was für jeden ein bisschen was bei. Hier ein bisschen Survival, ein bisschen was Farm, ein bisschen Höhle. Gut, Höhle ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, gebe ich euch recht. Könnte man natürlich auch sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen in eine Höhle rein. Hier können wir auch machen. Also wenn ihr wollt, ich überlege mir das mal. Wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten. Das heißt, wir haben noch 30 Minuten etwa. Also ich sag mal, die letzte Viertelstunde können wir von mir aus noch in eine Höhle reingehen. Suchen wir uns einfach mal eine, dass wir auch noch so ein bisschen so, ja, so Cave-Feeling noch haben. Können wir ja eine machen. Vielleicht entdecken wir ja noch was Fröhliches oder so, was wir noch nicht kennen. Ich glaube es zwar nicht, aber die Möglichkeit besteht ja immer. So, aber das hier nehmen wir erstmal alles mit, kostet nämlich nichts. Hier müssen wir aufpassen, nicht, dass wir runterfallen. Jetzt tief runter. Okay. Oh, da ist auch noch was. Ja, das ist aber ungünstig. An der Felswand direkt. Bei meinem Geschick. Ja, auf Unlimited World bin ich übrigens wieder fast gestorben. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, Leute. Da habe ich nämlich einen Pfeiler gebaut. Das war auch ein Ding, Leute. Da hat es mich richtig stark gewittert draußen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich war so fucking konzentriert auf diesen bescheuerten Pfeiler, den ihr da jetzt seht momentan. Das... Oh! Scheiße. Nein! Nein, 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 ich bin im Chunkfehler drin. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh. Die Welt ist da nicht geladen, Leute. Da müssen wir richtig aufpassen. Das heißt, ich stelle mich mal hier hin. Nicht, dass wir da gleich nicht mehr rausfinden. Das wäre ja äußerst peinlich. Dann hätten wir uns nur noch wegporten können. Das wäre die einzige Möglichkeit. Weil da drin verlierst du dich im Void. Ne, was ich euch erzählen wollte. Und da war ich gewesen, wie gesagt, ne, beim Pfeilerbau. Draußen voll stürmt, gewittert und Regen und hab da nicht gesehen. Und ich da voll konzentriert, ne, voll wieder Kopfhörer auf und so, wie ich immer mache. Und dann baue ich so einen Pfeiler und glaubt ihr, ich habe das hinbekommen, einen Pfeiler genauso nachzubauen, wie ich den anderen Pfeiler gebaut habe. Dann balanciere ich da oben dann halt lang, mitten auf dem Turm, da wo ich gerade dabei bin, also voll auf dem Hochhausdach. Und dann habe ich einmal nicht auf Schleichen gemacht und ich wäre wirklich fast runtergefallen, weil in der 1.14.2, da glitscht man ja so von den Steinen runter. Ne? Das ist ja jetzt neu. Gefällt mir überhaupt nicht, dieses Feature, was das soll. Ja, das soll ja wohl angeblich authentischer sein oder wie auch immer. Ich habe das nicht verstanden, was sich da hat Mojang einfallen lassen. Grauenvoll. Guck mal, dann steht ihr hier so auf diesem Stein. So, und ich baue da oben rum und dann bin ich so am Rand irgendwie und dann so zack. Bin ich abgerutscht, ja. Hätte ich da keinen Stein mehr, und ich habe zum Glück baue ich immer vor, ne? Ich baue ja immer mit Erde vor. Und hätte ich da keinen Stein gehabt, dann wäre ich da richtig, also aus Wolkenhöhe, wäre ich dann runtergefallen, dann wäre ich garantiert gestorben, ey. Da wären die ganzen Level, alles wäre weg gewesen. Das hätte mich richtig geärgert, ja. Gut, die Items oder so, die hätte ja keiner geklaut, weil, wie gesagt, da treibt sich selten einer rum. Wenn, dann ist es Drache oder Ramona oder Dave, aber wie gesagt, das ist so schon auch eher ein Zufall, dass wenn wir mal gleichzeitig auf dem Server sind, ne. Ja gut, da habe ich jetzt ein bisschen mehr gebaut. Aber da wäre ich auch mal wieder fast gestorben, ne? Deswegen, also ich bin manchmal richtig tollpatschig. Und jetzt gerade jetzt mit diesem neuen, wie gesagt, mit der neuen Eigenschaft, dass man so aus diesen Steinen heraus glitscht. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie sich das nennt, warum das so sein soll. Aber wie gesagt, übelst. Also gefällt mir persönlich gar nicht. So, gucke mal, da ist noch mehr. Hier müssen wir mal, oder? Ne, brauche ich nicht. Ich wollte gerade noch eine Fackel setzen, aber geht. Ja, gehen wir noch ein bisschen in die Höhle rein. Das ist eine gute Idee. Habe ich auch ein bisschen Lust, mal wieder eine Höhle zu erforschen, ein bisschen. Mal gucken, was wir mitnehmen. Erze werde ich jetzt nicht alle mitnehmen. Also Saphir nehme ich auf jeden Fall mit, wenn wir es finden sollten. Lodestone ist klar. Bei Lodestone werden wir dann, denke ich, in der Höhle eher weniger finden. Und ja, Eisen haben wir eigentlich noch genug. Also Erzemangel haben wir eigentlich nicht. Bis auf Lodestone. Gut, Eisen sollten wir vielleicht mitnehmen. Brauchen wir nämlich die Quarry nicht wegen HSLA-Stahl, ne? Da haben wir auch noch einen recht großen Verbrauch. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen aus einer Höhle. Deswegen gar keine schlechte Idee. Wir machen jetzt hier noch schnell noch voll die Dinger. Ich gucke gerade auf den Timer. Also wir haben noch gute Viertelstunde. Und dann laden wir dann ab und gehen in eine Höhle rein. So. Alles klar. Ja, das Gebäude, den Berg da nehmen wir auch noch mit. Da ist übrigens schon wieder hier ein Dings runtergeplumpst. Ach, Leute, und was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Kommt uns das nicht bekannt vor? Ich sag nur, das allererste Horrorhaus mit dem Folterkeller. Da ist es. Diesmal sieht es so aus. Also kein Turm. Und was das bedeutet, ist ja wohl klar, oder? Was ist euch lieber, Höhle oder Horrorhaus? Also ich würde ja fast sagen Horrorhaus, ne? Scheiße, Leute, wir gehen da jetzt rein. Da habe ich jetzt Bock.
Da wären Erinnerungen, wach. Warte mal, das nehme ich doch mal kurz das Lodestone mit. Und wir gehen natürlich vorher alles abladen, weil wenn wir sterben würden, dann will ich natürlich nichts im Inventory haben, ist klar. Außer unser Werkzeug. So, jetzt wird sich Drachen erstmal gleich aufregen. Wieso machst du da keine fette Rüstung anziehen? Drachen, gucke mal, ich gehe da ohne Rüstung rein. Nee, erstmal mache ich mal voll was anderes. Ich mache jetzt erstmal hier einen Waypoint setzen. Hier ist übrigens noch Saphir, das nehmen wir mit. So, setze ich mir hier einen Waypoint hin. Und den nennen wir jetzt mal Reise... Nee, Reise... Moment. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir machen. Also. Siehst du, ist alles noch unentdecktes Land im Osten. Seht ihr? Ich sag bloß, da steht nochmal so ein Haus. Oder es könnte auch ein Stall sein. Ich weiß es nicht. So, wollen wir mal gucken. Also, machen wir erstmal neu. Und das nenne ich jetzt so Horror... Folter... Horror... Ist das richtig geschrieben? Ja. Horror... Folter... Haus, so nenne ich das, weil das ist eine Folter da drin. So, speichern. Und damit kann hier schon mal nichts mehr schief gehen. 0 Meter Entfernung. Übrigens, der Monsterturm, der nächste ist 1661 Meter entfernt. Also wir haben uns wirklich extrem weit entfernt. Und der Bunker ist übrigens ja bei 9195 Meter. Also fast 10.000 Meter Entfernung. Ist jetzt eigentlich für Minecraft-Verhältnisse nicht wirklich viel, aber trotzdem eine Menge. So, das wird jetzt fröhlich, Leute, das glaubt man. Also, packen wir erstmal alles rein. Lodestone machen wir natürlich unten in die Kiste rein. Da seht ihr es schon, also wir sind wirklich gut am Start. Wir haben jetzt schon eine EK voll. Das heißt, die Doppelkiste, hier seht ihr es selber, die ist auf jeden Fall realistisch. Das ist nicht mehr viel, den Rest, den hole ich so in einer halben Stunde, Stunde. Lass es 2 Stunden sein. Mache ich irgendwann mal offscreen, bis nächste Woche schaffe ich das locker. Melde ich mich 3-mal an, dann geht das. So, was nehmen wir mit? Ich würde sagen... Cobblestone nehmen wir mit, das lassen wir mal hier, die Wolle natürlich lassen wir hier, Enderperlen lassen wir hier, Pfeile nehme ich mit, Bett brauchen wir dann nicht, Schere brauchen wir nicht, Kohle bräuchten wir mal für Fackeln, Saphir lasse ich hier, die Patronen lasse ich hier, ist die Frage, wollen wir fliegen innen drin oder nicht, ich denke mal dadurch, dass wir ja die Sachen wiederbekommen, wir kriegen ja einen Grabstein, nehme ich jetzt einfach mal die Flügel mit, scharfes Schwert haben wir. Was wir jetzt noch mal kurz gucken können, wegen Rüstung, also uns fehlen ja 2 Rüstungsteile. Was würden wir denn da im Angebot haben? Da haben wir einmal die EU-Brustpanzerplatte mit 8 Protection drauf. Ich würde sagen, die ist schon wirklich ordentlich. Als Verhältnis zu Glowstone, die hätte eine Haltbarkeit von 152. Naja, tatsächlich, also Glowstone sieht geil aus, hat aber nur Protection 7. Ist aber für Glowstone-Verhältnisse und sieht geil aus, ne? Aber ist egal. So, wir nehmen die Brustplatte nicht mit. Und eine Hose ziehen wir uns auch noch an, wenn wir haben. Haben wir leider nicht. Warum eigentlich nicht? Hä? Wir haben keine Hose mehr? Echt nicht? Habe ich da nicht Hosen mitgenommen? Tatsächlich, wir haben keine Hosen bei. Und die andere Frage wäre übrigens, ob ich den Rucksack mal mitnehmen sollte, hier den hier, weil das kann auch nichts schaden. Ich guck mal eben, was da drin ist. Da ist nichts drin. Dann können wir nämlich schön Erz und so ein Zeugs da reinpacken, weil da unten stopfen wir uns ja eh wieder zu. Also, 2 Möglichkeiten. Entweder wir holen uns eine Hose da raus, dass wir sagen, ja, wir ziehen jetzt dann den Schlüpper von irgendwelchen Zombies da an, dass wir ein bisschen geschützt sind, oder wir craften uns jetzt irgendwas. Aber das ist jetzt die Frage, ja. Ich kann es gar nicht glauben. Oh Gott, hier ist ja auch noch so viel Krempel drin. Ich weiß, Leute, ich wollte eigentlich... Ach, das ist ja unser Schissel. Ja, guck mal einer an. Afrika-Schote. Hier war gerade was. Was ist das? Lederhose mit Schutz 1. Naja, Explosionsschutz. Dann nehmen wir mal die mit. Ist jetzt erstmal besser als gar nichts. Das ist jetzt nicht die Idealausrüstung, aber wir sind zu meinem besser ausgerüstet als beim letzten Mal. Ne? Müssen wir ja auch mal ganz klar sagen. So, gut. Also ich würde sagen, sind wir soweit erstmal einigermaßen ausgestattet. Was wir jetzt noch mitnehmen, Essen nehme ich nicht mit, weil Essen kriegen wir in den ersten 3 Etagen sicherlich dort genügend. Rucksack Fackeln sollten wir noch mitnehmen, ne? Weil Fackeln ist immer wichtig da, weil, das wissen wir ja selber, wenn man da nicht gut ausfackelt, haben wir da ein richtiges Problem mit. So, vielleicht eine Schaufel wäre noch nicht schlecht, weil falls da Gravel oder Erde schnell abzubauen ist... Sollten wir das, glaube ich, auch mit bei haben. Ich gucke noch mal kurz, ob hier noch eine bessere Hose drin ist. Achso, das sind die Gummistiefel. Die Gummistiefel brauchen wir dann nicht. Da ist noch eine Pizza, die könnte man mitnehmen. Jetpack brauchen wir nicht. Eisen, was ist da unten? Die ist leer. Und da ist auch nur Eisen. Also ich könnte mir jetzt noch schnell... Ach komm, ich mache einen Eisenbeinschutz, oder?
komm, das bisschen Eisen da, können wir drauf verzichten hier, komm. Dann lieber ein bisschen mehr Haltbarkeit. Guck mal, Protection 5 ist auf jeden Fall besser. So, tauschen wir noch schnell aus. Ich nehme das Höschen mal mit hier, das andere. Und damit ist es auch erledigt. So, und nun brauchen wir noch Fackeln. Dann nehme ich mal Eichenbretter mit. Crafting Table brauche ich eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür. Dann nehme ich mir nämlich lieber Fackeln mit. Das heißt, wir brauchen Kohle. Kohle haben wir 1018, oder sind das 10.000? Das sind... Alter, krass viel Kohle, Mann. Hoho! Nicey, nicey, nicey. So, pass auf, wir machen mal schnell mal Fackeln klar hier. Na, dürfte ja wohl reichen, oder? 2,5 Stecken? Nein, nicht ganz. So. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. Oder, Drachen? Schreib's in die Kommentare. Was sagst du? Ist doch schon mal besser als vorher, die Ausrüstung, oder? Weil theoretisch sollten wir jetzt ein bisschen länger am Überleben bleiben. Trank der Regeneration. Eine Schusswaffe hätte ich gerne, aber wieso können wir eigentlich keine Schusswaffe bauen? Wir haben ja die ganze Zeit diese komischen Patronen hier. Da hat irgendwas gefehlt, ne? Für den Bau von einer Schusswaffe. Egal. Gut, Freunde. Dann geht's jetzt los. Es geht los. Habe ich ein Bett bei? Achso, das brauchten wir ja nicht. Dann müssen wir hier schlafen gehen, schnell. Weil es dunkel draußen. Ach, egal, komm. No risk, no fun, was soll's. So, also, Horror-Folterhaus. Wo ist es? Oh, was lasse ich mich da schon wieder ein? Horror-Folterhaus, hier, 9127 Meter. Zack, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und drin in eine Putze. Und da ist auch schon der erste Kuchen, der auf uns wartet. Na, Leute, kennen wir das nicht? Oh, guck mal, hier oben ist sogar schon Crafting Table und alles bereit. Perfekto. War übrigens im Turm nicht gewesen. Da hatten wir das nicht gehabt. Genau, und hier ging es dann jetzt so runter. Und so hat alles angefangen. Da waren wir auf einmal überrascht gewesen. Genau dieses Haus, genau dieser Dungeon. So war das. Und dann haben wir nämlich die Quarry direkt da drüber gebaut. Mein Gott, das war irgendwann letztes Jahr gewesen. Irgendwo, wann im Sommer, glaube ich. Na, mal sehen, was wir da rausholen. Aber wie gesagt, ich mache nur die ersten drei Etagen. Wobei, hier haben wir eigentlich Erfahrung. Hier dürfte eigentlich gar nicht so viel... Da hinten ist der Spawner. Hier sogar noch ausgeleuchtet. Guck mal, beim Turm war das nicht. Beim Turm war dunkel. So, jetzt rennen wir da einfach mal hin und machen als allererstes mal den Spawner kaputt. Naja, guck mal, da passiert gar nichts. Außer, dass die mich hier wegschubsen und mich nerven. So. Darf ich mal kurz? Nee, mit dem Werkzeug. Danke. Da war gerade noch kurz ein Schwein drin, habt ihr gesehen. So, und los geht's, Freunde. Die große Jagd beginnt. Da ist schon mal eine Schaufel, die kann ich sehr gut gebrauchen. Das lasse ich erstmal oben, das sammeln wir später raus. Das Spawner lasse ich auch hier, brauchen wir nicht. Lederstiefel brauchen wir nicht. Ja komm, jetzt hier diesen Explosionsschutz 1 ist gefärbt, lasse ich erstmal hier. Ist nicht weiter dramatisch. Die Zäune lasse ich erstmal hier. Und dann sammeln wir den ganzen Spaß. So. Gut, da hinten war, glaube ich, nur noch der Kuchen. Den Kuchen heben wir auf. Explosion gab es hier, glaube ich, nicht. Hier ist schon Beispiel Brot. Das können wir uns gleich mal hier mit ins Inventory reinpacken. Verzaubertes Buch ist hier noch mit Schärfe 1. Lasse ich erstmal da. Kekse lasse ich da. Hier haben wir noch eine... Was ist das hier? Ein Gravespade, also eine Grabschaufel. Mit Effizienz 2. Die tausche ich natürlich aus, weil die besser ist. Die Fackeln nehme ich auch mit, weil sie besser sind. Wenn man mehr davon hat. Und den Kuchen, den heben wir uns auf. Hier kann nichts passieren. Glowstone hole ich später. So, gut. Hier war irgendwo noch eine Tür, glaube ich. Da ist die Tür. Und da müsste theoretisch auch noch irgendwo eine Kiste sein. Da hinten ist sie. Hier ist was runtergefallen von oben. Oh ja, da ist auch wieder ein bisschen Krimskrams drin. Ja, verzaubertes Schwert. Blade 3 mit Haltbarkeit 3 brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir hier, wie gesagt, ein schärferes. Dann haben wir einmal verzaubertes Buch mit Effizienz 1. Lasse ich auch erstmal hier. Diesen Trank lasse ich hier, der bringt erstmal nichts. Und Fische und so ein Zeug brauche ich auch erstmal nicht. Gut, dann ist der Raum hier auch geklärt. Ist fertig, können wir schon in das nächste Ding reinrennen. Hier ist nur ein Beet, das kann ja da fröhlich wachsen.
So, hier müssen wir auf jeden Fall ausleuchten. Hier haben wir schon Erfahrung. Das machen wir jetzt auf. Jetzt gehen wir nämlich hier rein. Hier müssen wir vorsichtig sein, ausleuchten. Irgendwo an der Seite, da geht's runter. Müssen wir uns merken. Hier haben wir jetzt eine Taktik, die wir machen. Kennen wir schon. Das heißt, wir machen hier zu. Von vorne könnte was kommen. Da sehe ich den Spawner. Und hier... Ups. Und da sehe ich auch schon was. Ich glaube, der versteckt sich hinter dem Gravel. Oder ist er hier an der Seite? Okay, da ist nichts. Kann also nichts passieren. Da ist auf jeden Fall Ton. Dahinter könnte was sein. Ist aber nicht. Hätte sein können, dass da ein Geheimraum ist. Ist aber nicht da. Hier ist aber eine Tür. Und da geht es in diesen Amboss-Raum rein. Und da waren irgendwo ganz viele Öfen und so, ne? Und Trichter, genau. Kennen wir alles, Freunde. So, jetzt hat man die Erfahrung. Jetzt weiß man, wie man sowas macht. Eisen könnte ich jetzt theoretisch mitnehmen. Ansonsten den Rest lasse ich hier. Amboss können wir gebrauchen, nehme ich mit. Zum Verzaubern immer nicht schlecht. Und hier in den Kisten dürfte nichts drin sein. Und die Trichter, naja, die könnte ich jetzt mitnehmen, die Trichter. Aber die können wir uns auch craften, ehrlich gesagt. Wir haben genug Eisen. Das heißt also, auch dieser Raum ist fertig. Gut zuschauen, Leute. Ihr lernt da noch was von mir. Ja, so geht das hier. Guck mal, Leute. Richtig Pro, ne? Noch nicht gestorben. Ja, noch schreit er. Aber warte auch, zwei Etagen tiefer. Sieht die Sache schon anders aus. So, und da hinten sehe ich schon mal, was ist denn das? Eine Fledermaus. Also hier mache ich jetzt erstmal was hinsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob im Turm. Irgendwo war nämlich an der Seite auch Spawner. Ja, okay. Ist ein Zombie-Spawner. Eigentlich unnötig, die Pfeile könnten wir uns aufheben. Na, hier haben sie schon ein bisschen Rüstung an. Und ich würde sagen, als erstes Fackel ran, ne? Und dann machen wir den jetzt kaputt, erstmal aus. Oh, die Fledermäuse, ey. Krass. So, und damit ist es auch geklärt, das Ding ist kaputt. Und hier müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie explodieren oder sonstiges. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Passiert aber nichts, zischt nichts. Und wir haben... Oh, Zertrümmern. Da haben wir einmal ein Zertrümmern-Buch. Einmal Effizienz 1, ist eigentlich eher wertlos. Effizienz 1, zweimal und ein Apfel. Und der Rest ist irgendwie Krimskrams. Also auch hier nicht wirklich jetzt sinnvolle Sachen, die wir gut gebrauchen können. Deswegen lasse ich erstmal alles drin. Das können wir immer noch später alles rausholen, falls wir Bedarf haben. Also auch diese Etage hier, nenne ich mal, oder diese... Dieser Korridor ist fertig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier in die Richtung rein. Mal sehen, was da auf uns wartet. Erstmal ein Erdmonster. Okay. Hat uns noch kurz erwischt. Hier müssen wir mal kurz ausleuchten. Ist definitiv zu dunkel. Was passiert hier? Gar nichts. Also. Dieser auch komplett fertig. Wir können jetzt das abbauen erstmal. Moment. 1, 2. Das können wir auch wegnehmen. So, das heißt also, dieser gesamte Korridor hier, diese gesamte... Ja, was ist das hier? Abschnitt oder Trakt. Der ist fertig. Oder? Ist hier irgendwo noch was? Da ist noch ein verschlossenes Gitter. Okay, dann gehen wir hier auch noch rein. War das bei dem anderen Haus auch so? Kann sein. Was ist denn das da? Hier ist erstmal ein Schalter, aber der Schalter ist für Licht, da passiert nichts. Ach, das ist diese Empfangshalle oder was das hier ist. Und da hinten geht es einmal rein und hier geht es einmal rein. Also ich gehe erstmal hier rein. Okay, gesaved. Irgendwo ging es mal runter. Ich weiß gar nicht, wie. wie das damals... Da ging es irgendwie ganz tief runter. Da weiß ich noch. Da war so eine Falltür oder so. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger.
Also, ich muss ganz ehrlich ein Fazit lassen, Leute. Es ist dieses Haus hier, dieses Backsteinhaus. Solltet ihr euch entschließen, das erste Mal Vivos Tech Pack zu spielen, wo hier diese Dungeons vorkommen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, zuerst, wenn ihr jetzt nicht wirklich richtig geübte Minecrafter seid, hier diese Backsteinhäuser mitzunehmen. Die sind meines Erachtens einfacher als die Türme. Also das Schwierigste fand ich bisher diesen Turm, der Kirchturm so. Ja, naja, okay. Der ging. Aber das ist schon ein bisschen, also weiß ich nicht. Also hier ist so ein bisschen einfacher, kommt mir vor. Ja. So, guck mal, die komplette erste Etage haben wir schon geklärt. Bei dem Turm sind wir gleich gestorben. Ne? Also hier geht's auf jeden Fall. Ich finde es jetzt gar nicht so schwierig gewesen, weil die Monster einfach noch nicht so stark sind. Ich schätze mal jetzt hier in der zweiten wird es ein bisschen schwieriger sein. So, würde ich sagen, gehen wir uns mal das Ding hier mal vorknüpfen. Esse ich erstmal was? So, jetzt geht's los, zweite Etage. Kurz auf den Timer gucken, ja. So, da höre ich zum Beispiel jetzt ein Skelett und hier ist natürlich auch dunkler. Und hier an den Seitenwänden, da können zum Beispiel Spawner sein. So, da haben wir zum Beispiel mal Dunkelstahl. Das merkt man auch gleich, dass hier die Schätze ein bisschen wertvoller sind. Stärke 1 Buch haben wir da und Trank der Feuerresistenz. Für 8 Minuten, das können wir gut gebrauchen, wenn wir mal im Nether unterwegs sind. Den nehme ich natürlich sofort mit. Da hinten ist der Teppichraum. Und da ist irgendwie Wasser auf einmal. Warum da Wasser ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem mal hier rein und checken das Ganze mal. Was ist denn das da hinten? Okay, das kenne ich nicht. Da muss ich jetzt passen, das ist neu. Dass da Wasser ist. Das ist ja die Frage, was ist denn hinter dem Wasser? Skelette sind dahinter, okay. Ja, das sieht ja toll aus, oder? Ich schätze mal, ich vermute mal einfach, dass, wie mache ich denn das jetzt hier? So, das Ding ist erstmal kaputt. Das war jetzt unser Glück, dass hier Wasser ist. Jetzt müssen wir nur noch... Hey, ich kann ja fliegen. So, jetzt kann ich ihn hier verkloppen. Na, stirb doch endlich. Ah, die Rüstungen sind schon ein bisschen besser, aber er ist trotzdem gestorben. So, und der Spawner ist tatsächlich kaputt. Ja, da ist nämlich jetzt gerade ein Block noch aufgeflogen. Wusste ich gar nicht, dass hier Wasser ist. Guck einer an. Und da ist... Oh, und da haben wir jetzt auch schon einen fetten Bogen. Stärke 3, Haltbarkeit 1 und hier ist Stärke 1. Das ist aber klar, den tauschen wir sofort aus. Wir nehmen Stärke 3 mit. Dann haben wir eine goldene Axt mit Nemesis, der Gliederfüßler. Der greift uns hier an. Ja, hallo? Wir werden von irgendwas angegriffen. Was hat mich hier gerade angegriffen? Keine Ahnung. So, Zertrümmern 1 ist da noch mit drin. Was ist das hier? Eine Pilzsuppe? Brauche ich erstmal nicht. Ein Goldnugget brauche ich nicht. Fackel nehme ich mal mit. Nö, der Rest ist erstmal nicht so wichtig, sage ich mal. Kies lasse ich übrigens auch hier. Den Spawner lasse ich wieder hier. Okay. Cool. Haben wir Stärke 3 Bogen. Jetzt bräuchte man natürlich noch Pfeile. Aber vielleicht schaffen wir noch Pfeile zu organisieren. Also es war ein einfaches Spiel hier. Das war jetzt eben richtig... Oh, hier miaut eine Katze ganz laut. Hier sind wieder so diese Kampfkatzen, glaube ich. Geht's da hinten weiter? Nee. Manchmal gucke ich immer, ob da ein Geheimgang ist oder so. So, Freunde. Dann ist dieser Trakt hier fertig ausgeleuchtet. Ist er genug? Dann würde ich sagen, gehen wir mal in diesen Raum hier rein. Da geht's tief nach unten. Mache ich erstmal zu. Und natürlich auch eine Fackel draufstellen. Hier geht es überall irgendwie runter. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das sind die Fehler, die man machen kann. Aber daraus habe ich gelernt, wie gesagt. Ja. So, da höre ich ein Skelett anwackeln. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein bisschen Schutz. What the fuck, das sind Roboter! Hier stehen zwei Roboter als Wächter. Ich werde bekloppt, auch das ist neu. Das hatten wir auf jeden Fall nicht gehabt. Drei Roboter. Das ist ein Roboter-Spawner, Leute. Mario, guck dir das mal an. Das ist neu. Den hattest du garantiert auch nicht. Alter, und das in Etage 2. Wie kriege ich den jetzt platt?
die nicht platt? Okay, der erste ist platt. Alter, da steht tatsächlich ein Roboter-Spawner. Ich fasse es ja mal gar nicht. Also den müssen wir mal ganz schnell platt machen. Okay, ich renne einfach hin und kaputt machen. Oh, oh, scheiße, raus. War ein Fehler, war? Obwohl, das sind Zombies, ey, komm. Ach komm, mit Zombies lege ich nicht an. Oh, siehst du, hier steht sogar noch ein Plattenspieler rum. Kann man keinen Sound hier anmachen. Aber die Rüstungen werden langsam stärker. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das jetzt hier so ein Roboter-Spawner ist. Hätte ich jetzt wirklich vermutet. Weil... Das sah so danach aus, weil die kam aus dem Raum raus. So, Spawner ist kaputt. Zwischen tut's nicht. Ist irgendwas Wertvolles drin? Schärfe 1? Nö. Oder? Was war das denn? Regeneration 3, Schwäche 3, Langsamkeit. Ne, das ist viel zu viel. Müll, den wir da nie brauchen. So, was ist denn da jetzt los? Oh, ein Creeper! Ein Creeper, Achtung! Okay, den haben wir platt gemacht. Da ist die Platte. So, können wir ein bisschen Musik hören hier, Leute. Achtung. Na toll, Beerdigungsmusik. Passt ja. Ich bin Dracula. So, Pilzsuppe brauchen wir nicht. Da ist schon wieder ein Creeper. Mein Gott, ist das aufregend, Leute, mit euch hier. Da geht's übrigens runter. Wunderbar. Der Bote. Ist das ein Spawner? Tatsächlich. So, den machen wir dann natürlich hier hin erstmal. Ich hab ihn noch mitbekommen. Ich hab ihn mitbekommen. Kein Problem. Ich hab den nicht gehört, weil die Musik an ist. Krass. Was ist denn hier oben eigentlich? Ach, hier ist direkt ein Tank hier. Mann, ist das laut, die Musik. Krass. Ich muss es unbedingt mal leiser machen. Am besten, ich will mal die Platte wieder raus. Eh, ein scheiß Haut. Schmeiß weg. So, Freunde, hier, mein Gott, ist das schon wieder fröhlich hier heute hier. So, was machen wir jetzt da hinten mit dem Spawner da? Da ist Lava, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, was ist denn wieder so ein Spinnenspawner oder was? Ja, ist ein Spinnenspawner. Und er war einmal. Und rennt mir genau in die Klinge. So, das war's. Auch hier sind wir fertig. Da oben übrigens fette Höhle. Und hier auch nochmal eine andere Platte. Okay, die können wir auch nochmal kurz einlegen. Mal sehen, was da für ein Sound rauskommt. Also mal Schwerthaltbarkeit 3, uninteressant. Papier, uninteressant. Und Trank der Regeneration, allerdings mit Schadeffekt, auch uninteressant. Essen haben wir noch genug, lasse ich hier. So. Gut, Leute, 10 Minuten haben wir noch. Die können wir jetzt noch nutzen, um noch mal kurz ein bisschen was zu reißen. Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Etage hier noch ein bisschen was mitzunehmen. Hier erstmal die Platte reinmachen, ne? Wollten wir ja. Mal abchecken, was das für eine Platte ist hier. Was ist Bossa Nova oder was? Was ist hier eigentlich? Okay, gesaved. Okay, dann hört sich auch nicht viel besser an. So, wo geht's jetzt da lang? Da ist noch mein Tor. Warum ist da ein Tor? Ach, ich weiß, wo wir sind. Wir sind hier einmal rumgelaufen, Leute. Guckt mal, wir haben jetzt in einem Durchgang. Ich wette, jetzt kommst du da rein, ne? Genau, guck mal, da ist offen, da ist noch zu. Da waren wir schon. Das mal raus. Oh, die sind auch scheiße. Komm, die fliegt gleich raus. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Gang, ne, vor uns hier. Dann müssten wir hier auch fertig sein. Das ist da drüben noch, glaube ich. Gucken, was hier drin ist. Auf uns lauert und wartet, was für Gefahren. Neulich stand da hier mal ein Pferd drin.
Hier ist erstmal eine Kiste. Feuerresistenz und Feuerschutz nehmen wir mit. Dafür lasse ich die Stiefel da. Trank der Langsamkeit brauchen wir nicht. Hier höre ich gerade irgendwelche Monster auf mich zukommen. Moonshine, Direktschaden und Blindheit und Resistenz 3. Naja, aus Spaß könnte man den ja tatsächlich mal mitnehmen. Ich nehme den mal aus Gag mit. Aber ich werde den jetzt natürlich nicht schlucken. Dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich mir Blindness-Effekt jetzt hier raufkloppen würde. Das kann auch hier bleiben übrigens. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das nehmen wir mit. Mann, ich bin ja voll der Pro hier, muss ich ja echt sagen. Ja, guck mal, wir sind noch gar nicht gestorben hier. Wir sind schon in der zweiten Etage, ey. Das darf ja keiner erzählen hier. Aber jetzt hat Watercave Crafter Übung hier mit seinen Häusern, ne? So, was haben wir denn da drin? Unbekanntes Dimlet. Und Hähnchen, ey, nicht schon wieder Hähnchen. Ich habe mir neulich erst ein Hähnchen in den Ofen reingeballert, weil ich da irgendwie richtig Hunger hatte drauf. Ich nehme mir mal lieber das Brot mit, lässt sich auch besser stacken. Die Äpfel, 5 Stück. Naja, ich nehme sie mal mit jetzt, komm. Den Apfel, mal ein bisschen Vitamine. Ne, jeden Tag ein Apfel, erspart den Gang zum Arzt, hat man früher mal gesagt. Ob so stimmt. Wenn der Apfel hier spritzt, ist bestimmt nicht. So, was nu? Jetzt kann man hier noch eine Ecke, wo wir reingehen können. Und dann war es das hier auch mit der Etage. Also wesentlich einfacher, Freunde. Wesentlich einfacher. Wir wären schon längst gestorben im Turm. Guck mal, schon gleich hier vorne in der Kiste. Was haben wir da Fröhliches drin? Wieder so ein Brot nehmen wir mit. Der Rest ist ein Holzschwert mit Schärfe 1. Ist sehr sinnig. Da nehmen wir so eine Baseballkeule an, ne? Oh, da ist ein Spawner, da ist ein Spawner. Das meine ich. Zack, kaputt machen. Hier ist safe. Okay, da müssen wir gleich mal gucken. Aber erstmal hole ich mir den da. Da ist auch ein Spawner. Und zwar Spinne, wenn ich das so richtig sehe. Kaputt. Fackel unbedingt anmachen. Und das andere ist auch Spinne. Kaputt. Kann nichts passieren. Auch dieser Raum geklärt. So, verzaubertes Buch. Schutz 1 haben wir da drauf. Und einmal Stärke 1 haben wir da drauf. Brot nehme ich mit, wie immer. Und was ist das hier? Regeneration 3 brauchen wir nicht. Rund Fisch brauchen wir nicht. Pfeile leider immer noch nicht. Wir haben allen möglichen Krimskrams, aber keine Pfeile. Scheiße. Weil eine Distanzwaffe hätte ich schon noch ganz gerne. Hier geht es jetzt auch irgendwo hin. Wo kommen wir da raus? Manchmal glaube ich immer, dass hier irgendeiner... Da geht's tief runter. Interessant. Da ist die Druckplatte. Und wenn wir da was raufschmeißen, werden sich hier Pistons verschieben. Was drin, was wertvoll ist. Ein Early Grain, heißer Tee, ein Schwarztee. Da den nehmen wir mal mit, den Tee. Verzaubertes Buch mit Schutz 1 ist mir noch nicht wertvoll genug. Lasse ich hier. Den Rest lasse ich auch hier. Ja, die Pistons, was kann man damit machen? Kann ich euch mal zeigen, die sehen so aus. Falls ihr das noch nicht kennen solltet. Wenn wir jetzt da was raufschmeißen, zack, dann wirst du nämlich da runtergeschubst und hier hinten wirst du auch runtergeschubst. So funktioniert das. Genau. So, Kiste waren wir drin. Was ist hier hinter? Kann sein, dass da noch ein Geheimraum ist. Nee. Kein Geheimraum. Also sind wir durch. Würde ich mal behaupten. Was sagt der Timer? Okay, bisschen haben wir noch. Lucky Lucky machen können wir noch, Leute. Können wir noch runtergehen? Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, oder? So zum Folgenende jetzt. Können wir ein Fazit ziehen? Hat sich mal richtig gelohnt. Haben wir mal richtig Ausbeute gemacht hier. Und wir sind nicht gestorben, Leute. Und das ist jetzt die dritte Etage, in der wir sind. Und da oben ist noch eine fette Höhle, die auf uns wartet, erforscht zu werden. Das Dumme ist, dass wir leider keinen Lodestone hier finden. Das ist so, was mich so ein bisschen traurig macht. Ich leuchte mal eben aus. Ach, jetzt sind hier nur zwei Türen. Wieso sind hier nur zwei Türen? Links, rechts. Gehen wir mal hier gucken, ne? Komm, das schaffen wir jetzt noch in 5 Minuten. Gucken wir mal rein. Ich glaube, hier hinter sind auch Kisten. Wo
oder? War das nicht so? Was ist das für ein Raum? Also das ist mir jetzt ein bisschen ungeheuerlich hier, weil ich nicht weiß, was da auf... Da kommen schon die ersten Verrückten an. Ja, ja, guck mal, die haben schon Kettenrüstung. Ne? Oh ja. Hier müssen wir aufpassen, weil hier könnte man wirklich leicht sterben jetzt. Erstmal ausleuchten, dass wir was sehen. Und boah, krass. Und jetzt kommen hier schon die Creeper an. Okay, hier müssen wir... Andere Taktik. Wenn das nicht so lecken würde. Was ist denn das? Zombie, ne? Okay, unbedingt ausleuchten. Guck mal, wie die schon vertragen hier, ne? Oh, die hat eine Axt bei. Okay, Eisenpanzer kriegen wir aber trotzdem. Noch zwei Herzen hat er, dann ist er tot. Jetzt ist er tot. So, und hier gucke ich jetzt überall rein, weil da kann überall Spawner drin sein. Da hinten ist schon rausgekommen. Da sind schon neue rausgekommen. Ich habe es so gesehen. Skelette. Warte, können wir uns schützen? So. Gut, von der Seite können keine kommen. Interessiert mich also nicht. Das heißt, wir können uns jetzt von der anderen Seite... Können die hier rüber? Nee. Den Trick kann ich, den Spaß können wir ihn auch wegnehmen. So, und das kann ich so von unten holen oder ich hole sie einfach von hinten. Ich hole sie von hinten. Gehe ich hier rein. Und jetzt so von hier. Könnte sein, dass die jetzt gleich hier rauskommen werden. Und wo ist hier dieser scheiß Spawner-Teil? Da ist er. Na, der hat jetzt durchschaut, ne? Da kommt ein ganz kleiner, da müssen wir richtig aufpassen. Naja, das wird jetzt hier wieder so eine Never-Ending-Story, hier wieder schon. Weil die Spawner direkt in diesen weißen Dingern-Behältern drin sind, versteckt, bis wir da vordringen. Aber wie gesagt, wir sind auch schon in der dritten Etage, ne? Guck mal, hier, der Kniebeinschützer an. Habt ihr das gesehen hier? Guck mal. Also, am schlimmsten, sag ich mal, wären die... Und da kommt noch ein ganz kleiner Scheiße. Oh ne, Leute, das ist mir zu voll. Gut, dann würde ich sagen, brechen wir hier ab. Die Folge ist eh zu Ende. Leute, das war mal richtig geil gewesen, oder? Würde ich mal sagen, die Woche hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben Waypoint gesetzt, das heißt, wir können ja jederzeit zurückkommen und wir haben dann wirklich die dritte Etage, also noch drei Etagen warten auf uns. Und das können wir immer mal wieder nebenbei machen. Das heißt also, dass es nicht zu langweilig wird, nur mit Lodestone Farm oder ähnlichem. Ich denke, da war diese Idee wirklich super gewesen, dass wir hier einfach, wie kommen wir jetzt hier irgendwie wieder raus? Wie kommen wir jetzt hier raus? Und wer greift uns denn hier an? Ach, ein Skelett. Ich will hier raus. Geht denn das jetzt hier raus? Da geht's raus, oder? Hä? Genau, hier ging's raus. Und oben müsste ja dann der Crafting Table und das ganze Zeug sein. Genau, da ist die Treppe, da sind die Stufen, Backsteinstufen und jetzt geht's hier wieder raus. Ja, Leute, nee, was ich sagen wollte. Also wir haben definitiv, finde ich, jetzt in diese zwei Folgen sehr, sehr effizient gearbeitet. Das heißt also nicht nur, dass wir unser Schaf haben, ja, was ja nun wirklich so selten ist. Das haben wir jetzt so schön eingesperrt, das kann nicht mehr weg, das können wir jetzt jederzeit besuchen gehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann haben wir, wie gesagt, richtig ordentlich Lodestone mitgenommen jetzt in diesen zwei Folgen. Und sogar noch eine Höhlen- bzw. Horrorhaus-Aktion. Das heißt, wir haben diesen zweiten Teil, den wir eh machen wollten, somit erstmal nachgeholt. Und das völlig zufällig, dass wir wirklich sagen können, Mensch, da ist doch mal ein Backsteinhaus, ne? So ist Tag draußen, kann nichts passieren. Gut, dann sag ich mal, schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und wir sehen uns wieder in der 295. Die kommt aber erst nächste Woche. Und ihr wisst Bescheid, ich bin in dieser Woche noch in der Sommerpause. Das heißt, das Singleplayer-Let's Play findet nicht statt.
ihr seht morgen Unlimited World, 2 Folgen, also Sonntag und Montag, und dann ist erstmal wieder Pause. Bis dahin, tschüss!